Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute wieder ein neues Subvoting für euch. Das heißt, ihr könnt wieder entscheiden, welche Bücher ich demnächst lesen soll, beziehungsweise ja, das Gewinnerbuch werde ich auf jeden Fall lesen. Aber in den letzten Subvotings ist es immer so geendet, dass ich meist noch 2, 3 zusätzliche Bücher gelesen habe, von denen, die ihr auswählen konntet. Einfach, weil ich dann irgendwie ein bisschen motivierter gewesen bin. Das hoffe ich jetzt in diesem Fall auch, denn es sind ein paar Bücher dabei, die wirklich schon sehr, sehr lange auf meinem Sub sind. Und deswegen ja, bin ich auf jeden Fall super gespannt, für welches Buch ihr euch letztendlich dann entscheidet. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem ersten Buch, für das ihr euch entscheiden könntet. Und für das erste Buch habe ich mir Legendary ausgesucht von Stephanie Garber, weil das ja tatsächlich eine Trilogie ist, die bei mir schon so lange ungelesen im Regal ist. Also tatsächlich habe ich Caraval, den Band 1, damals gelesen. Und das war, ich meine, September 2020 müsste das gewesen sein. Und so lange habe ich die anderen Bücher jetzt auch schon im Regal, ohne dass ich weitergemacht habe. Und ich verstehe es eigentlich auch selber nicht so richtig, weil Caraval damals für mich 5 Sterne bekommen hat. Also es war wirklich, wirklich ein cooles Buch. Aber irgendwie gab es dann halt Bücher, die ich dringender erstmal weiterlesen wollte. Dann kamen wieder Neuerscheinungen dazu und so weiter. Und irgendwie ist es immer weiter nach hinten gerückt. Und je weiter nach hinten es rückt, desto mehr vergesse ich dann halt leider auch. Sodass es jetzt auf jeden Fall so wäre, wenn ihr euch für dieses Buch entscheidet, werde ich definitiv Caraval, den ersten Band, nochmal als Hörbuch vorher hören, weil ich einfach so viel vergessen habe in der Zwischenzeit. Aber ich will mich einfach endlich motivieren, es wirklich durchzuziehen, weil diese Reihe soll ja so gut sein. Und Band 1 hat mich ja eigentlich schon komplett überzeugt, deswegen möchte ich es einfach endlich von meiner Subliste streichen können. Ich lese euch mal kurz den Klappentext vom ersten Band vor. Den habe ich jetzt hier einfach mal schnell bei Thalia auf der Website mir rausgesucht. Scarlett und ihre Schwester Tella leben auf der kleinen Insel Trista. Ihr Vater, der Gouverneur der Insel, ist ein grausamer und gewalttätiger Mann. Daher wünschen sich die beiden nichts sehnlicher, als ihrer Heimat zu entfliehen. Das seltsame und sagenumwobene Spiel Caraval, das einmal im Jahr stattfindet, erscheint den beiden wie das Tor zu einer neuen Welt. Endlich erhalten sie ihre Einladung und entkommen mit Hilfe des geheimnisvollen Seemanns Julian aus Trista. Doch ehe sie sich versehen, finden sich die zwei Schwestern inmitten von Rätseln und Intrigen wieder. Ist Tellers Kidnapping Teil der Performance von Caravals ominösem Organisator Legend oder wurde sie wirklich entführt? Wer ist Julian wirklich und was steht am Ende tatsächlich auf dem Spiel? Nichts ist mehr so, wie es scheint. Und das fand ich halt auch so cool, dass man halt die ganze Zeit eigentlich mitgerätselt hat und nicht wusste, was ist jetzt echt, wem kann man vertrauen. Hauptsächlich begleiten wir das ja aus Scarlets Sicht und sie sucht halt natürlich die ganze Zeit ihre Schwester und weiß halt auch immer nicht, wo sie als nächstes hin soll, wo findet sie einen Hinweis, wie kann man ihr helfen, kann man demjenigen vertrauen, der ihr versucht zu helfen. Also fand ich schon sehr, sehr cool, dieses Rätselraten und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dafür abstimmt. Auch ein Buch, wo mir die nötige Motivation fehlt, es zu lesen, ich es aber eigentlich endlich von meinem Sub befreien will, allein schon, weil es ein wahnsinnig schönes Cover hat, ist von Ava Reed, Die Stille meiner Worte. Hier geht es um Hannah, deren Worte verstummt sind. In der Nacht, in der ihre Zwillingsschwester Izzy ums Leben kam. Wer soll nun ihre Gedanken weiterdenken, ihre Sätze beenden und ihr Lachen vervollständigen? Niemand kann das. Hannah ist in der Stille ihrer Worte gefangen. Bis sie Levi trifft, der mit aller Macht versucht herauszufinden, wer sie wirklich ist. Es klingt auf jeden Fall gut und liegt auch, wie gesagt, schon sehr, sehr lange auf meinem Sub. Es war damals ein kompletter Coverkauf, weil ich einfach nicht dran vorbeigehen konnte. Ich fand den Umriss so schön, dieses Watercolor, dann diese kleine Katze. Also ich mag es einfach total gerne. Mit Ava Reeds Büchern bin ich bisher noch nicht ganz so warm geworden. Ich habe, glaube ich, aber auch erst ein Buch von ihr gelesen, wenn ich mich nicht irre. Deswegen würde ich ihr theoretisch auch gerne eine neue Chance geben. Sie ist immerhin noch in diesem Regal 2-mal vertreten. Einmal mit diesem Buch und dann habe ich auch noch Ashes and Soul von ihr ungelesen. Aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ihr für dieses Buch abstimmen könntet. Als nächstes habe ich mir The Gilded Wolves ausgesucht, beziehungsweise auf Deutsch ist das Buch ja bereits auch erschienen. Die goldenen Wölfe heißt es auf Deutsch. Und hier interessiert mich vor allem dieses Found Family Trope, was ja hier vertreten sein soll. Also dass das einfach so ein bisschen wie Six of Crows ist, dass man einfach so eine Bande hat, die so zusammenhalten, die sich gegenseitig unterstützen, die sich helfen und die einfach eine Familie für sich darstellen. Ich lese euch auch hier mal kurz die Beschreibung von Thalia vor, auch wenn die nicht sehr detailliert ist. Es heißt nämlich einfach nur, ein Team aus talentierten Schatzjägern begibt sich zur Zeit der Pariser Weltausstellung 1889 auf die Suche nach einem überaus kostbaren Artefakt. Und was sie finden werden, dürfte die Welt verändern. Also es ist sehr geheimnisvoll irgendwie der Text auf der Website, aber trotzdem finde ich es extrem spannend und
glaube, wenn ich jetzt nicht unbedingt dazu gezwungen werde, dass das auch noch eine ganze Weile auf meinem Sub liegen würde, obwohl ich es halt ja denke, dass es mir sehr gut gefallen würde. Also entscheidet euch auch gerne für die Goldenen Wölfe, wenn ihr möchtet, dass ich diese Trilogie lese. Beziehungsweise hier erstmal den ersten Band, aber ich denke mal, der Rest würde sich dann auch anschließen. Beyond Eternity war auch so ein halber Coverkauf. Also was heißt halber Coverkauf? Es war eigentlich ein ziemlicher Coverkauf. Das hatte sich damals die liebe Mareike geholt, als wir unser Bookstagram-Treffen in Berlin hatten. Und ich fand das Cover so toll, dass ich mir das auch abfotografiert habe von ihr, weil ich von dem Buch noch nie was gehört habe. Und dann ist es bei mir auch eingezogen. Also ist jetzt auch bestimmt schon, naja, ein Dreivierteljahr ist auf jeden Fall schon bestimmt in meinem Regal. Und in dem Fall möchte ich es eigentlich auch gerne mal anfangen. Zumal es das auch als Hörbuch gibt. Auf BookBeat heißt, das könnte ich eigentlich mal so nebenbei dann hören. Ich lese euch auch hier mal den Klappentext vor. Jupiter, Mars, Minerva, Venus. Die alten römischen Gottheiten spielen in Nylas Leben bisher überhaupt keine Rolle. Doch das ändert sich, als sie einen furchtbaren Autounfall hat und ihn auf unerklärliche Weise unverletzt überlebt. Als kurz darauf die zwei mysteriösen Typen Philemon und Cyrian an Nylas Highschool auftauchen, spürt sie, dass die beiden etwas verbergen und auch in ihr selbst ein Geheimnis erwacht. Besonders zu dem unnahbaren Cyrian fühlt sich Nyla auf eine fast magische Weise hingezogen. Doch ihre Gefühle haben keine Zukunft, denn ihre Liebe würde Nyla in Lebensgefahr bringen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Buch. Ist ja auch wieder so ein bisschen griechische Mythologie und Gottheiten-Thema, wo ich bisher noch nicht so viel Berührungspunkte mit hatte, aber durchaus gewillt bin, da etwas mehr zu erfahren. Insofern könnt ihr euch natürlich auch jederzeit gerne für dieses Buch entscheiden. Letztens hatte sich jemand in den Kommentaren gewünscht, dass ich endlich mal Erebos 2 lese. Deswegen nehme ich dieses Buch jetzt einfach auch mit in dieses Subvoting auf, damit ihr euch gegebenenfalls dazu entscheiden könnt. Ich habe hier noch nicht den Klappentext gelesen. Erebos ist zurück und hat dazugelernt. Ich weiß auch nicht, inwieweit der ein bisschen spoilern würde. Deswegen, im ersten Band geht es ja hier hauptsächlich um ein mysteriöses Computerspiel, was den Spielern Anweisungen gibt, teilweise auch im echten Leben, die dann umgesetzt werden sollen. Und wenn nicht, dann werden sie ausgeschlossen. Und da das an der Schule von Nick rumgeht, landet er natürlich auch dann in diesem Spiel und versucht die Anweisung zu befolgen, weil es nur noch das oberste Ziel für ihn gibt, in diesem Spiel drin zu bleiben. Und die Schüler hier allesamt ja leicht zu manipulieren sind, was das angeht. Es verbreitet sich auch sehr schnell an der Schule, es darf aber auch niemand so offen darüber sprechen und das hat einen ganz schönen interessanten Hintergrund gehabt, wie es eigentlich dazu kam und was dieses Spiel machen sollte. Deswegen kann ich euch Erebos 1 an sich nur empfehlen und ich bin selber eigentlich auch gespannt auf Erebos 2. Allerdings hatte ich bisher irgendwie noch nicht die nötige Motivation, da weiterzulesen. Ich weiß auch nicht so richtig warum, obwohl ich es ja eigentlich gut fand und man es vor allem auch relativ schnell durchlesen konnte eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das hat, aber irgendwie war es halt einfach auch so spannend, dass man relativ schnell durch die Seiten geflogen ist. Get Alive, Chloe Brown ist auch schon relativ lange in meinem Regal und das gibt es auch schon auf Deutsch und das fand ich eigentlich auch immer damals total interessant und wollte es auch gerne lesen. Irgendwie ist es bis dahin aber nie dazu gekommen und lese euch gerne auch hier mal den Klappentext vor. Viel zu lange hat sich Chloe Brown von ihrer chronischen Krankheit einschränken lassen. Damit ist jetzt Schluss. Sie will das Leben in vollen Zügen genießen. Doch es fällt ihr nicht leicht, aus ihrer Komfortzone auszubrechen. Was sie braucht, ist ein Lehrer. Red Morgan hat Tattoos, ein Motorrad und mehr Sexappeal als so mancher Hollywoodstar. Er ist außerdem Chloes Nachbar und wäre die perfekte Unterstützung auf ihrer Mission. Doch Red hat unerklärlicherweise eine Abneigung gegen sie. Erst als Chloe ihn näher kennenlernt, erfährt sie, was wirklich hinter seinem rauen Äußeren steckt. Ich hatte ja hier die Illumicrate-Ausgabe von allen drei Büchern und ich glaube, die haben relativ coole Inhalte auf jeden Fall. Also hier fand ich es halt auch interessant, dass sie eine chronische Erkrankung hat. Mich würde auf jeden Fall auch interessieren, welche. Und damit ich das kennenlerne, könnt ihr euch gerne für dieses Buch entscheiden. Beim letzten Subvoting konntet ihr euch für Royal Blue entscheiden von Casey McQuiston. Deswegen habe ich mir überlegt, nehme ich jetzt auch ein Buch von Casey McQuiston nochmal mit rein, nämlich One Last Stop. Das ist auch ein Buch, was schon relativ lange bei mir im Regal steht, traurigerweise auch immer noch ungelesen. Gibt es übrigens auch auf Deutsch und das Cover sieht 1:1 genauso aus. Und hier lese ich euch natürlich auch gerne mal den Klappentext vor. Zwei junge Frauen in New York. Eine große Liebe und eine zauberhafte Botschaft. Die neue unkonventionelle romantische Komödie von Casey McQuiston. Die New Yorker Studentin August glaubt weder an Hellseherei noch an die Art von Liebe, über die die Filme gedreht werden. Und ganz sicher glaubt sie nicht, dass ihre WG voller liebenswerter Nerds daran etwas ändern wird oder gar ihre Nachtschichten in einem Pancake-Haus, das seit den 70er Jahren Kultstatus genießt. Doch dann ist da in der U-Bahn plötzlich Jane, die ebenso schöne wie unmögliche Jane. Um sie wiederzusehen, fährt August täglich zur selben Zeit mit der Linie Q. Und sie beginnt sich zu wundern,
Jeden Tag trägt Jane dieselbe Kleidung. Niemals scheint sie aus der U-Bahn auszusteigen. Nur langsam begreift August, dass sie sich für Jane auf ein unmöglich scheinendes Abenteuer einlassen muss. Ich finde, das klingt auf jeden Fall super interessant und würde natürlich auch gerne wissen, was es damit auf sich hat. Warum Jane jeden Tag in der U-Bahn sitzt, warum Jane jeden Tag das Gleiche trägt, warum Jane niemals auszusteigen scheint, bin ich auf jeden Fall super gespannt drauf. Und ja, also für dieses Buch könntet ihr euch auch entscheiden. Dann zeige ich euch jetzt nochmal kurz im Schnelldurchlauf die Auswahl, die ihr habt. Ihr könnt euch gerne in den Kommentaren für zwei Bücher entscheiden, wenn ihr möchtet. Also eine Hauptstimme und eine Nebenstimme, wenn die Entscheidung schwer fällt. Ansonsten ist natürlich auch okay, wenn ihr bloß eins auswählt. Aber da es ja wie gesagt meistens bei mir geklappt hatte, dass ich auch mehrere Bücher davon gelesen habe, könnt ihr auch gerne noch ein zweites auswählen. Stephanie Garber, Legendary, ein Buch, was ich dringend lesen müsste, könnt ihr euch gerne aussuchen. Vermutlich etwas trauriger und gefühlvoller, Die Stille meiner Worte. Dieses Buch wird uns wahrscheinlich ein bisschen Six of Crows Vibes geben. Wenn ihr das möchtet, dann entscheidet euch gerne für Die goldenen Wölfe. Für griechische Mythologie könnt ihr euch gerne mit Beyond Eternity entscheiden. Wenn ihr wollt, dass ich endlich die Fortsetzung von Erebos lese, dann wählt gerne Erebos 2 in den Kommentaren. Mit eurem Vote für Get a Life, Chloe Brown, könnt ihr dafür sorgen, dass ich endlich die Brown Sisters mal kennenlerne. Und mit One Last Stop könnte ich möglicherweise, wenn ihr euch dafür entscheidet, an den Erfolg von Royal Blue anknüpfen, was ich ja sehr, sehr mochte. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, für welches Buch ihr euch am Ende entscheidet oder welche zwei Bücher es vielleicht am Ende werden oder vielleicht sogar noch mehr. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, welches Buch am Ende gewinnt. Ich habe tatsächlich diesmal so gar keine Ahnung. Es ist irgendwie so immer, dass ich eine kleine Tendenz habe, wo ich denke, das werden die meisten Leute wählen. Und meistens ist es aber komplett anders, was rauskommt. Und dann gewinnt ein Buch, was ich gar nicht hätte kommen sehen. Aber diesmal bin ich wirklich gespannt, weil ich habe echt keine Ahnung, was es werden wird. Deswegen schreibt gerne fleißig in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir wie immer gerne einen Daumen nach oben da, wenn dem so war. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut!